Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am Sonntag beginnen wir den ersten Advent und deshalb können wir auch, soweit es Ihnen schon möglich ist, auch die erste Kerze anzünden. Der Advent ist normalerweise die Zeit, in der wir uns auf die Ankunft der Geburt des Herrn vorbereiten. Im Augenblick sind ganz andere Dinge im Fokus. Wir bauen auf, Sie bei sich zu Hause, wir versuchen es in der Stadt ein bisschen schöner zu machen. Und wir haben an vielen Stellen, nicht nur mit den Wintertreffpunkten und den Pop-up-Stores, auch versucht, ein Stück weit Advent in Ihren Alltag reinzubringen. Nämlich mit mehr Beleuchtung, mit Weihnachtsbäumen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen des Betriebshofs in der Tat in jedem Stadtteil einen Weihnachtsbaum hingestellt haben, um ein Stück weit doch auf Weihnachten vorzubereiten. Und ich wünsche Ihnen, dass diese Zeit auch eine Zeit der Ruhe sein kann. Natürlich bauen wir weiter und natürlich ist jeder Tag eine besondere Herausforderung. Aber wo wir auf Menschlichkeit und Solidarität treffen, wo wir an Menschlichkeit bauen, da werden die Nachbarn, da wird mein Gegenüber zu einem leuchtenden Stern. Und das, was wir gerade erleben, den Zusammenhalt, gerade auch jetzt in der Adventszeit weiterzuleben, das wünsche ich uns allen. Denn das macht ein gutes Gefühl und das macht das aus, worauf wir uns vorbereiten in der Adventszeit. Auf Weihnachten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Mut, viel Kraft und Zuversicht. Ihr Guido Orten.